Auf geht's, Schiff Freunde! und Fokus. Heute bauen wir die neue Welt auf und lassen uns Flaggschiff nicht steht von zu irgendwelchen Diensten. Schiffen abknallen. Wo will er denn hin? Steuermann? Den haben wir, sehr gut. Wir müssen noch shoppen gehen. Wir brauchen Stahlträger. Die sollte er gleich mal abholen. Dann fehlt uns Wurst. Ja, das können wir jetzt gleich miteinander verbinden. Wo haben wir denn überhaupt noch Platz? Hier hinten haben wir nochmal Platz. Ansonsten war es das mit dem. Wir haben mal Platz. Den müssen wir noch updaten. Wir brauchen mehr Fenster. Wir kümmern uns hier um alles. Aber ich weiß nicht, wie wir das hier regeln wollen, noch mit noch mehr Fenster. Gut, ich kann den weiter nach hinten schieben. Das geht. Dann haben wir vorne nochmal ein bisschen Platz. Dann können wir den erweitern. Bauen den so. Und können dann, wenn wir brav sind, nochmal hier um 1 erhöhen. Um 1. Mehr geht nicht. Kriegen wir das dann mit der Holzabteilung hier hin? Ja. Das ist jetzt noch die Dekostraße. Es geht nämlich darum, dass ich hier nochmal eine Lücke frei habe. Ach, die muss ich sogar so stehen lassen. Gut, ist egal. Können wir so. Hauptsache die Feuerwehr passt hier rein. Das muss man auch noch ausbauen. Das muss alles noch ausgebaut werden. Flaggschiff Und wir wollen jetzt die erwartet neue Welt Anweisung. aufbauen. Das wird bestimmt lustig. Ja, wie machen wir das? Eigentlich bräuchten wir mal Platz. Natürlich, ihr fehlt natürlich wieder. Weißt was? Dann kriegt ihr jetzt im Zentrum. Bam, ihn noch mit dazu. Fürs Erste. Außerdem können wir dann noch mal ein bisschen erweitern. Haben wir noch ein paar Leute. Haben uns da eigentlich noch eine Feuerwehr? Da haben wir schon eine, reicht ja. Dann können wir den theoretisch dahin schieben, den hier hinschieben. Dann können wir den so hinpacken. Damit die alle ein bisschen weiter in der Mitte dran stehen. Ja, also wir werden es unterteilen heute. Wir werden hier nochmal ein bisschen ausbauen, nebenbei schon mal Sachen rüberschleppen und uns dann mal eine gute Ausgangslage dort schaffen, wo wir dann alles hinbauen. Und jetzt werde ich hier hinten erstmal. Oh, in den halben Wald geklaut. Sie Naja. gehören eher zu den unteren 10.000. Ja, zu denen stehe ich gern. Wie weit geht das hier? Kein Platz mehr frei. Das heißt, wir können so bauen. Oh, sieht das chaosmäßig aus hier. Bisschen sortieren. Komm, den drehen wir noch um. Wie setze ich den? Achso, der kommt hier hin. Gut, alles klar. Stehst du da im Weg? Nein, alles Ein gut. Feuer ist ausgebrochen. Dann kopieren wir den einfach so mit dran. Und hier hätten wir ja noch Platz, richtig? Rein von der Theorie her. Wenn ich den freilasse, den so hinstelle, dann sage. Das klappt doch. So, dann passt der so, dann passt der so, dann passt der so, dann kann ich so machen. Da bleibt da drüben zwar eine Linie frei, aber ich kann genau hier zwischen den einen hinsetzen. Na, ist das was? Ja, können wir so nehmen, oder? Weil hier oben kommt da jetzt das alles hin. Jetzt nur gucken, dass wir hier perfekt das abpassen, den damit reinsetzen. Dann holst du schon mal die Sachen. Wir hätten noch was mitnehmen können zum Verkaufen, Trottel. Naja, was soll's. Wir brauchen noch einen zweiten Clipper. Haben wir hier noch ein Transportschiff, das ein bisschen hin und her düsen kann, während der andere dann rüberfährt. Steine bräuchten wir auch, wir brauchen alles. Und das ist eigentlich nicht so, als wenn wir hier keine Steinproduktion hätten. Hier läuft's. Rückwärts einen Berg runter, aber es läuft. Dann würde ich gerne hier noch das zweite Ding bauen, also Krankenhaus. Dann stellen wir das so hin. Der muss auch noch mit hin. Hoffentlich reicht es mit den Arbeitsplätzen, das ist verdammt eng. Sind unterwegs.
Zack, zwei davon, ein davon. Dann füllt sich das wieder auf und wir können gleich nochmal hinfahren. Steuermann! Ein unangenehm. Ja, nee, unangenehm ist gerade gar nichts. Wir haben nur das unangenehme Problem, dass wir jetzt hier alles irgendwo produzieren müssen und den Platz dafür nicht haben. Ja, es hilft nichts. Wir müssen hier drüben noch ein bisschen was Outsourcing machen. Aber hier soll jetzt gleich noch die Felle und alles hin. Weil wir die Kostümbildnerin haben, läuft der Verein eigentlich. Was können wir denn hiermit zustellen? Getreide theoretisch. Und Wein, aber nichts anderes. Das ist das Problem. Sind da gehandicapt. Es sei denn, wir holen uns von drüben das andere Item noch. Dann könnten wir hier theoretisch die Kartoffeln. Ich meine, ich würde sie gerne hier buffen. Das wäre schon toll, wenn wir sie hier buffen könnten. Problem ist, wir brauchen wie viel? 25% mehr Module. Und das würde uns hier in eine Bredouille bringen, die wir nicht haben wollen. Ja, dazu würde, dann würde das hier verschwinden. Vom Prinzip her. Wenn wir das aber machen und wir kriegen irgendwas für die Schnapsproduktion, dann wäre es perfekt, weil dann könnten wir die Schnapsproduktion umlagern. Schiff unter Beschuss. Wer schießt hier? Schieß hier mal ab. Was will er denn, ne? So der Schnapp. Hier, vor ihm auch noch eine Breitseite mit an. Ja, immer auf den schießen. Da. Vielleicht hat er jetzt was Schönes bei. Damit wir was anfangen können, nicht wirklich. Gemeinsam triumphieren mit sechs Geschützen können wir nicht den Krieg gewinnen. Gut, Spouts, 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 Spouts. Kartoffeln haben wir ja eigentlich genug. Die gehen wir jetzt verkaufen. Ein paar Nähmaschinen gehen wir auch noch mit wegbringen. Haben wir das unten? Ja. Ich wurde ja auch darauf hingewiesen, ich sollte mir hier irgendwo mal ein Büchlein kaufen. Ja, wenn mal eins da ist, können wir nochmal drüber nachdenken. Das ist ein guter Zug, Schätzchen. Zack. Erstmal das Ding zum gebaut. Zum ersten Mal ergibt es Sinn, was sie tun. Universität. Wir würden gerne ausbauen, dafür fehlen uns aber hier die Schnitzelfreiheiten. Bauen wir den hier unten mit dran? Ja, geht ja nicht anders. Der muss jetzt auch erstmal mitstehen. Wenn wir den so machen, können wir den so machen, dann können wir den so machen. Und dann passt hier eine ganze Menge rein. Kann ich den nämlich so setzen, den nämlich so setzen und den nämlich so setzen. Und der steht so. Getreide haben wir ja momentan genug. Das ist nicht unbedingt unser größtes Problem. Wie kriege ich das jetzt hier am besten gestellt? Das ist meine Frage. Wenn ich den da habe, dann könnte das funktionieren. So. Passt hier nämlich, weil das ist nämlich so die Standard Bauweise, den können wir so setzen, dann würde der passen. Das Ganze können wir hier auch wiederholen. Jetzt müssen wir nur ein bisschen mehr draus machen aus dem ganzen Kladderadatsch, den wir hier noch haben. Wenn das hier noch alles ein bisschen cleverer angehen. Ist da noch ein bisschen was drin. Kapazitätstechnisch. Das wollen wir doch sehen hier. Mal das Maximum rausholen. Den können wir wieder so reinstellen. Zack, zack. Da oben. Den hätte man sogar theoretisch zusammenlegen können. Komm, machen wir. Den schieben wir hoch. Schieben die beiden oben mit dran. Hauen hier den Weg rein. Das ist jetzt nicht so sexy, aber wenn ich... Ich hab da Pläne für neue Expeditionen. Den hier nochmal schiebe. Das nochmal ein bisschen neu ordne. Kriegen wir da noch irgendwie noch ein bisschen was hin? Es ist manchmal eine Sache von schieben, schieben, drücken, bis er drin ist. Fortspiel beabsichtigt? Vielleicht. Wenn ich den jetzt hier noch rübersetze, haben wir hier nochmal ein bisschen Platz.
kriegen den so, dann haben wir tatsächlich hier wieder eine Stelle frei. Es ist... Schiff vom Stapel gelaufen. Noch ein und noch ein und noch ein und noch ein und nochmal gedreht und nochmal reingehauen und irgendwie kriegen wir es dann schon hin. Gut. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine neue Anlage in Sachen... Hier. Wir müssen noch unterbringen. Die Frage ist, wie wir das machen. Wir könnten den tauschen. Seitenverkehrt. Wenn wir den so rüberlegen und so hinstellen, können wir die Abteilung hier besser nutzen. Stellen den dahin. Wo sind meine Schiffe? Du bist da, sehr gut. Koordinaten eingezeichnet. Hast du nochmal gewechselt? Was kriegen wir? 30% mehr Arbeitskräfte, weniger weniger Zufriedenheit. Das Geld haben wir trotzdem nicht. Gut. Hier brauchen wir die Kartoffeln eigentlich nicht verkaufen, aber jetzt sind wir ja schon mal da, also Pech gehabt. Gut. Das einsacken. Segel! Mitnehmen. Gut, jetzt muss das hier ein nur nochmal funktionieren. Unangenehmer Dunst. Ja, das ist von großer Bedeutung für Königin und... Ja, das mag ja sein, dass es alles von großer Bedeutung ist, aber wir haben gerade keine Zeit. Wir wollen heute noch was in der neuen Welt einfangen und dazu brauchen wir noch ein bewaffnetes Schiff und das ist gerade nicht in Arbeit. Erwarten neue Horizonte. Nein, wir können auch ihn schicken. Dafür haben wir ihn ja schließlich geholt. Du nimmst mit. Ich packe meinen Koffer und nehme mit Steine, Stahlträger. Und die 22 Fenster klaue ich von hier auch noch. Und damit fahren wir rüber in die neue Welt und schauen uns mal an, was wir da so bauen können. Die Fensterabteilung ist erhöht, damit wir hier ein bisschen schneller vorankommen. Mehr geht nicht. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Konserven. Wenn ich den so hinstelle, kann ich den so hinstellen, kann den so verbinden. Kann die verdoppeln. Sobald wir genug von allem da haben, läuft das hier. Wir erhöhen auch den. Gebäude die Straße zum wieder Raub weg. Der Flammen. Weil ich weiß, dass ich nämlich von denen immer irgendwie einen mehr brauche, weil die produzieren irgendwie ganz komisch. Ja, Produktivität ist gerade ein bisschen runtergesetzt wegen dem Teil. Aber das soll schon so. Das kriegen wir schon noch irgendwie hin. Hier ist die halbe Stadt abgefackelt. Sehr gut. Wunderbar. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Weil wir hier keine Feuerwehr hatten. Ja, es kommt schon mal vor. Dann können wir hier schon mal anfangen mit Felle produzieren. Dann haben wir schon mal ordentlich was da. Für die Gelegenheit. Ah, hier oben passen garantiert auch 4 oder 5 hin, je nachdem. Also 4 auf jeden Fall. Dann haben wir hier vergessen, die Straße zu Ende zu bauen. Toll. Wir werden beobachtet. Eisen, Erz und Kohle. Alles, was wichtig ist, kriegen wir natürlich nicht. Wozu auch? Gut. Wo waren wir jetzt hier? Hier. Hier wollten wir jetzt noch ein bisschen was ausbauen. Ein Lagerhaus. Ja, wir brauchen ganz dringend ein Lagerhaus. Wir arbeiten dran. Du so hin. Oder so hin. Oder so hin. Wenn wir hier fertig sind, wie mache ich das? Also hier oben kriegen wir was hin. Das ist kein Problem. Das ist nur die Frage, wie viel da reinpasst. Der ist da. Kein Problem. Einen dritten brauchen wir auch noch. Ein dritter wäre schön, ja? Ein dritter wäre schön. Wenn ich den hier drüben mit dran setze, dann kann ich das oben zubauen. Bautz. Den sogar so. Da ist es egal. Da geht's nicht besser. Den müssen wir so nehmen. Dann nehmen wir den genau dazwischen. Dann will ich aber den nicht so haben. Dann ziehen wir den doch einfach einen rüber.
Das funktioniert nicht. Jedenfalls nicht so, wie ich es gerne hätte, weil da hier die Kante ist. Aber wenn ich den so stehen lasse, kann ich den so setzen. Schiff unter Beschuss. Könnte ich theoretisch die beiden hier quer daneben setzen. Setz ihn oben mit ran. Kann mir jetzt überlegen, welches Schiff schon wieder beschossen wird. Und gucken. Hallo. Und wer da hinter dir ist. Wenn ich nochmal 10% Geschwindigkeit hätte in dem Schiff, das wäre echt toll. Gut, jetzt haben wir erstmal wieder Steine. Das ist in Ordnung. Jetzt nehmen wir Glas mit. Seife ist minimal. Da müssen wir dringend dran arbeiten. Du fährst mal hier hoch und wir verkaufen mal was. Geldtechnisch sind wir auch sehr knapp dran. Das muss man jetzt mal so sagen. Ja, ich sag's ungern, aber es ist so. Ja, wir werden jetzt deutlich die Anlage mal vergrößern. Sehen Sie sich nur an. Gut, wo war ich jetzt? Kann ich jetzt nochmal? Also, der so. Wenn ich den dann so setze, haben wir hier nochmal Platz, aber das funktioniert dann nicht, leider. Ich wollte den hier unbedingt drumrum knuddeln. Was denn das Wort ist? Der passt dann perfekt hin. Hier, so. Helft euch selbst, Boss. Ja, was muss man machen? Ein Geschenk abholen, da bin ich dabei. Was kriege ich? Sie geben uns eine Stimme. Jana, da sind wir dabei. Nee, doch nicht. Sind wir nicht dabei? Sind wir nicht dabei? 10% weniger. Das kannst du doch. Leck mich. 10% weniger Einkommen. Ich habe hier extra das Einkommen schon runtergestellt und jetzt stehe ich schon da. Und weiß nicht mehr, wo wir hin. Gut. Geht nicht anders. Wir müssen den hier wieder so auf die Kante setzen. Weil sonst passt das hier nicht. Ist aber kein Problem. Daran soll es nicht hapern. So, jetzt warten wir noch, bis der hier ein bisschen anläuft. Und dann ist auch alles gut. Also in Sachen Schweinchen und Dings sehen wir doch ganz gut aus. Und uns fehlen die Arbeitskräfte. Das, was ich befürchtet hatte. Uns gehen die Arbeitskräfte aus. Wir gehen nach Haus. Rabimera, Bamera, Bum. Da, 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 ja, was machen wir denn da? Wir können nur das machen, was jeder normale Mensch tut. Wir müssen die Stadt erweitern. Ich würde gern noch in der neuen Welt anfangen. Ich würde gern. Aber ich glaube, dass das heute wirklich verdammt knapp wird. Ich gebe mir ja Mühe. Ich mach schon hinne. Mehr geht aber nicht. Und hätten wir mehr Geld, wäre das viel einfacher. Zusatzeinkommen aus der Kirche. Für Arbeiter und Handwerkerhäuser. Kostet nur 37.000. Einkommen plus 5. Wenn wir das hochrechnen, könnte uns das helfen. Wir haben aber leider nicht genug Geld, um den jetzt hier mitnehmen. Sind unterwegs! Ziehen zu lassen. Schade. So nur Geld fängt an zu schmeißen. In Flüssen mit zu schmeißen. Ja, uns geht das Bier aus. Es das mangelt ist an Arbeitskraft. Dann nicht gut. Gar nicht gut. Nicht gut. Aber an Bier soll es nicht liegen. Bei Bier habe ich keine Wahl. Wir müssen was unternehmen. Passt der da noch hin? Ja. Der passt da hin. Wie sieht es mit meinem Geld aus? Ja. Wie immer. Knapp mit Doppel-P. Halt, da ist noch Platz. Da, bleib zurück. Die Rohre müssen gespannt werden. Nein, da ist kein Platz mehr. Ah, lecki, lecki. Du solltest dir besser den Mund ausspülen. Gut, jetzt haben wir den erweitert. Das wollte ich gar nicht. Sollte eigentlich der sein. Der ist der Wichtige. Wir haben leider nur 3 Straßen. Ist egal, wie ich das jetzt hier mache. Du kriegst hier keine Dings mehr unter.
Und wenn, dann muss die Bäckerei hier stehen. Das heißt, das Holz, was wir haben, muss wohl oder übel weg. Reicht das hier trotzdem noch mit dem Holz? Oder muss ich jetzt gucken kommen? Guck mal, hier unten haben wir doch noch eine Stelle frei. Hier könnte man doch rein theoretisch noch... Komm, wer hat den Kletterer das hier eigentlich gebaut? Machen wir es doch so. Zack. Ziehen wir den geradeaus durch. Zack. Mach nochmal Batz. Natürlich bleibt wieder ein Feld übrig. Leck mich. Gibt's nochmal eine kleine Schnapserweiterung. Bier, ich arbeite dran, Bier. Bier, warte auf mich. Wir sind dabei, sobald ich hier genug Holz habe und alles andere. Wir kommen. Wir nehmen mit das hier. Verkaufspreis 22.000. Ich bin reich! Den brauche ich nicht. Verkaufen. Jetzt kommen wir an und dann. Und dann geht's los. Wir sitzen in der neuen Welt aus. Bist du schon da? Ja, was für ein. Oh, was für ein Timing! Ja, gute Frage. Steuermann! Die Insel hat keine Steine, die Insel hat keine Steine, nur diese Insel hat Steine. Also müssen wir hier anfangen, mir bleibt gar nichts anderes übrig. Wir müssen von hier aus loslegen. Kriegen wir sonst nicht anders hin. Die Insel kenne ich doch. Ja, können sich alle daran erinnern? Die kennen bestimmt auch andere, natürlich habt ihr die schon mal bebaut. Das ist die Insel, wo wir hier mal Öl hatten. Und glaube ich hier unten auch. Und dann haben wir hier eine Schiene lang gelegt und hier in der Mitte war die Stadt. Ich weiß nur nicht mehr, welcher Spielstand das war, aber wenn man sich daran erinnern kann, so überlegen, ich habe hier eine ganz, ganz komische Schiene links lang gelegt. Ja, komm. Sie haben uns aus der Gosse geholt. So, du kommst jetzt da angetuckert. Du existierst. Leben würde ich das nicht nennen. Hey. Kein Streiter, Freundchen. Wir arbeiten hier gerade ganz fleißig. Sind wirklich gut unterwegs. Sobald wir jetzt hier das Ding nochmal erweitert haben auf 3. Wo wir immer noch dran arbeiten. Schiff unter Beschuss. Wer wird jetzt verballert? Lass ihn ja zufrieden. Hier, fahr in den Hafen. Da bist du sicher. Ja, wir können da noch nicht anfangen. Wir sind hier noch zu sehr eingebunden. Wir können jetzt zum Glück diese Ecke hier erstmal ausradieren. Den Platz brauchen wir später nochmal für die Erweiterung für Wolle. Da können wir nichts dran machen. Den müssen wir jetzt bauen. Dann haben wir erstmal wieder genug Seife. Das ist erstmal ganz wichtig, damit der Club hier erstmal läuft. Ja, überschüssig ordentlich Seife produzieren. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Die Bieranlage darf auf jeden Fall nicht eingehen. Daran müssen wir daran denken, Schiff dass das jetzt ordentlich funktioniert. Wer wird jetzt beschossen? Schon wieder jemand anderes. Wo ist mein Wachposten? In die Takelage! Ja, der fährt hier noch. Keine Sorge, der ist ja noch da. Gut, die zwei Items geben wir jetzt erstmal ab und damit haben wir 90.000 dabei. Wir können uns jetzt also wohl überlegen, was wir jetzt mitnehmen. Kartoffelplantage und Dings 75% weniger. Hiermit kriegen wir den Markt. Bitte sehr. Sie sehen so untätig aus. Eine Geleitschutzaufgabe für 13.000. Nee, einfach wir haben so an. Wir den könnten wir erstmal mitnehmen. Haben. Was ist den falsch daran? Den nehmen wir jetzt erstmal mit und dann gehen wir wieder ein bisschen was verkaufen. Das heißt, wir haben jetzt unser erstes Item für ein Rathaus. Wir müssen jetzt also nur gucken, wo wir das effizient einsetzen können. Und hier wäre momentan der beste Platz dafür. Haben wir noch was anderes da? Nee. Kriegen wir 10% mehr Arbeiter. Das ist doch auch schon mal was. Besser als gar nichts. So würde ich das jetzt sehen. So, rums. Rums. So viel wie geht an Arbeitskräften erstmal wieder reingeholt in den Schuppen. Gut, die Welt ist erstmal in Ordnung.
Dann müssen wir jetzt ganz dringend die Konserven ausbauen. Die sind immer noch schwankend und noch nicht in dem Bereich, wo wir sie haben wollen. Und sobald hier genug Fenster da sind, Leute, geht das hier richtig viral, die ganze Nummer. Ja, beeinflusst Wohngebäude. Ist egal welches, gut. Kartoffeln würden uns 19.000 bringen, 19.000, 31.000. Ja, der ist auch gut. Deswegen werden wir ihn jetzt verkaufen. Wir verkaufen alle drei. Wir verzichten auf diese hopfenlustige Anlage. Das sind 50% Produktivität. Nein, ich lasse es hier. Schweren Herzens lassen wir es hier. Verkaufen dann nochmal Kartoffeln. Und arbeiten damit. Können jetzt nochmal in die neue Welt gehen. Unsere Schiffe sind über. Ruder übernehmen. Ja, verzieh dich. Gut. Schiff unter Beschuss. Das hätten wir alle schon mal da. Wer wird jetzt schon wieder beschossen? Auf der anderen Seite. Ja, ist nur ein kleiner, da kann nicht viel passieren. Ei. Nachher sitzen wir wieder und weinen umher. Ja, ja. Das kennen wir ja schon. Sonst noch was. Gut, den stellen wir hier mit rein. Komm, wenn wir da 5 freilassen. Ach, egal wie wir das bauen, das wird nicht so schön, wie ich es mir denke. Ha, wir machen es so. Ah, aha. Halt, warte, den ziehe ich da rüber. Der kommt hier hin. Dann können wir den so hinstellen. Setz dich lieber in den Schatten, Chefe. Können wir den so bauen? Dann verbinden wir die Jungs erstmal, egal wie. Und jetzt überlegen wir, wie wir hier wieder die Stadt drauf kriegen. Das werden wir jetzt nochmal neu und präzise angehen. Alles bereit. Du bleibst erstmal hier stehen. Kann sich schon mal ein bisschen Holz ansammeln. Während wir hier überlegen, wie wir das angehen. Weil wir jetzt wieder hier rüber müssen, weil das Schiff jetzt da ist. Sehr gut. Gut, wir haben uns jetzt mal ordentlichen Goldpolster verpasst. Wir müssen jetzt also genau überlegen, was können wir mit diesem Geld anfangen. Wo kriegen wir jetzt jemanden ran? Im Gerübe weniger Arbeitskräfte. Bringt uns nicht viel. Gut, dann fahren wir jetzt einmal runter und gucken, ob wir da ein Item kriegen. In der Zwischenzeit bauen wir ein neues Schiff. Wir haben zwar kein Holz dafür, aber darum geht es ja jetzt gerade überhaupt nicht. Ja, arbeiten mit dem, was wir haben, und das machen wir gut. Gut, und jetzt gibt es 10% mehr Arbeitskräfte. Wir achten auf die Arbeitskräfte. Bam. Hat schon ein bisschen geholfen. Ist natürlich hauptmäßig hier bei den Leuten mit drin, aber was willst du machen? Ist halt so. Was fehlt? Holz. Bretter. Ich werde es nie hinkriegen. Vergiss es. Gut, wie viel fehlt noch? Jetzt fehlen die Fenster. Na, danke. Jetzt erhöhen wir auch das. Damit ist der Laden doch schon mal erstmal gut bestückt. Ich würde auch noch gerne die anderen lustigen Sachen bauen. Zum Beispiel müssten wir jetzt Dings fertig haben, genau. Könnten wir das auch bauen? Bei Gelegenheit. Mal gucken. Formloser Schrecken steigt aus ihrem Abgrund hinauf. Ja, Varieté wäre gut, dann würden wir noch ein bisschen Geld reinbekommen in den ganzen Verein. Pelze wären auch schön, brauchen wir aber erstmal die nette Freundin. Glas. Dann nehmen wir das mit. Eisenerz haben wir momentan genug. Gut, dann verkaufen wir das hier unten. Gucken mal, vielleicht kriegen wir jetzt gleich irgendein Buch, was wir noch gebrauchen können. Ja, die dritte Abteilung wird hier langsam aber sicher ausgebaut. Zielsicher geht's voran. Na komm. Nein. Ein Land so grün und. Danke. Baut's.
Gut, das sollte dann auch erstmal reichen. Wir waren jetzt so bei 60, 70%, richtig? Ja, der schwankt ja mal so ein bisschen zwischen 60 und 80%. Wenn wir jetzt also zwei haben, sollte das funktionieren. Es Fünf wird Stück haben wir nicht von gerade denen zu leichter, wenn stehen. jemand Die brauchen so eine zusieht. 2 Minuten. Ja, die brauchen ungefähr 1,40 immer so in der Drehe. Die beide haben ein bisschen reduziert. Ja, das läuft schon. Wird schon klappen. Jetzt. Wäre mal schön, wenn er jetzt mal kurz wechseln könnte. Wenn wir schon mal hier gleich stehen. Hätte schon was. Können wir sonst noch irgendwas auf die Schnelle für die Leute hier tun? Nein. Varieté wäre das nächste, was jetzt ansteht. Was anderes haben wir nicht. Hier drüben können wir jederzeit unsere Würstchen erhöhen. Jederzeit. Ein unangenehmer Dunst liegt in der Luft. Wie kriege ich den jetzt am besten gebaut? Wenn ich den hier wegnehme, kann ich den da ransetzen, dann könnte ich den so behalten. Wenn wir aber hier diese kleine Ecke verlieren, ja, nicht wirklich. Ich könnte ihn auch anders hinlegen. Wenn ich ihn näher ransetze, sieht das zwar alles gequetscht aus, aber was soll's, wenn ich die dann hier so setzen kann, habe ich ja hier und hier muss ich ja so bauen über die Ecke. Nicht Geht nicht trödeln. anders. Und dann bam. Jetzt ist hier nur witzig mit dieser Ecke. Und wie wir das hier hinten noch geregelt kriegen. Ach so. Wir stecken hier viel Herzblut. Ja, das mag ja sein, dass du da viel Herzblut reinsteckst, aber trotzdem müssen wir das ja hier ordentlich regeln. Oh Gott. So geht's nicht. Geht also nur so. Egal wie wir es angehen, wir müssen es so bauen. Ja, das ist beschissen. Egal wie wir es hier machen, wir kriegen es nicht gut hin. Jedenfalls nicht so, dass ich sagen könnte, es ist super. Lassen wir ihn so. Wenn wir ihn dann so stehen lassen, kann ich ihn hier so weit noch nach außen tragen. Kann ich hier vier hinsetzen, setze den so hin, dann müssten noch genug freie Plätze sein, dass ich hier genau zwei hinsetzen kann. Richtig? Ja. Gut. Ja, lassen wir erstmal so. Ich würde sagen, das reicht. Gut, hat hier jetzt was gewechselt. Ja, aber wir kriegen nicht das, was wir brauchen. Toll. 137.000 sind jetzt anwesend an Geldern. Bruder! Wir haben uns ordentlich ein bisschen was zusammengespart. Das muss jetzt, das, was wir jetzt kaufen, das muss scheppern. Der wäre zwar schön, kostet aber zu viel. Fahr zurück nach Hause. Bier ist erstmal wieder im guten Bereich. Dings ist auch erstmal in Ordnung. Nehmen wir nochmal eine Bestandsaufnahme. Schnaps hält sich gerade so die Waage. Da könnte man Schiff jetzt vom nochmal ein Stapel gelaufen. bisschen nachlegen, dass wir hier Zugegeben, sieht ganz so aus, als wären deine Leute zum Kämpfen bereit. bisschen auf Null legen, das Ganze. Hier passt Sie überall tun, nicht was mehr nötig hin. ist, um Haus und Hof zu Flaggschiff schützen. steht zu Diensten. Irgendwie Schnaps, keine Unterhaltskosten, irgendwas, was uns Geld bringt. Irgendwas. Nähmaschinen, ob die 20% mehr produzieren oder nicht, macht keinen Unterschied. Was wir anfangen könnten, wäre vielleicht auch Dings, aber dafür haben wir nicht genug Ei, Stahlträger. ei. Die könnten wir uns aber allerdings kaufen, das wäre nicht das Problem. Dann verkaufen wir nochmal ein paar Fische. Nähmaschinen sehen gut aus, die nehmen wir auch mit. Fahren jetzt runter, holen die Feuermann. Stahlträger. Und machen nebenbei jetzt hier schon mal das Layout fertig. Gut, wie kriegen wir das hier optimal genutzt? Wir wollen diese Ecken hier, die wollen wir nutzen.
Gut, hier haben wir eine Fünferabteilung, das ist schlecht. Das heißt, wir können die Ecke nicht nehmen, müssen wir den setzen. Ja, das kriegen wir nicht anders gelöst. Auch das verzichten wir. Hier müssen wir mal gucken. Die Ecke, die könnte man so rüber... Halt. Könnte ich so legen sogar. Dann würden wir hier sogar noch einen Platz haben. Der muss hier bei E stehen, also ist es vollkommen irrelevant. Wie kriegen wir hier die Ecke gut genutzt? Wenn wir das so machen, könnten wir den theoretisch hier noch hochsetzen. Aber ich würde den gerne am Rand haben. Geht hier aber nicht. Gut, das heißt, wir können den bis dahin ransetzen. Haben dann hier wieder eine Versetzung drin. Kriegen die aber nicht raus. Dann müssen wir ihn so setzen. Es hilft nicht. Der geht nur bis... Ah, verdammt, wieder ungerades. Ich weiß echt zum Mäusemelken. Den könnte man hier schön glatt runtersetzen. Oh, das wäre toll. Der würde nur bis da gehen. Stellen wir da eine Feuerwehr oder so hin, dann klappt das wieder. Warte, wenn ich die nochmal ein bisschen weiter wegsetze, kriegen wir da hinten noch ein Haus mit unter, richtig? Wenn es gut läuft, sogar zwei. Nee, zwei kriegen wir nicht. Mit zwei sind wir nicht cool genug.